Hallo, ich bin's wieder. Oh, ich muss euch ja mal eben von heute berichten. Ja, heute ist endlich Montag. Heute war endlich meine erste Lufo. Die war natürlich super für den ersten Moment. Also, wenn man bedenkt, dass mein FEV1-Wert von 20% vor OP war, ist mein FEV1-Wert jetzt bei 64%. Leute. Das ist für den Anfang super. Das kann auch nur besser werden. Und dann, weil ich so motiviert war, bin ich dann heute doch tatsächlich noch zwei Etagen, zwei Treppen rauf und runter gelaufen. Und heute Morgen bin ich noch 10 Minuten Fahrrad gefahren. Ja, ihr seht, das wird mit mir. Das kann nur was werden. Und ich bin so glücklich und das macht so Spaß. Und endlich mal Luft kriegen. Ja, aber es ist immer noch komisch, nichts mit sich zu schleppen. Ich glaube, da muss ich mich echt noch dran gewöhnen. Vor allem, wenn ich nach Hause komme. Ja, noch 2 Tage, dann kommt dieses Ding hier auch endlich raus. Das habe ich eigentlich nur noch drin wegen der Antibiose, weil meine Venen sind ja doch ein bisschen scheiße. Ja, Blut abnehmen müssen sie mir trotzdem schon aus der Hand, weil der Schlauch ist dicht. Ja, man kann nicht alles haben. Besuch hatte ich heute nicht. Gestern war Kiko noch da. Gestern sind wir total viel hier rumgelaufen. Ey, was ich nicht alles an der Klinik gesehen habe, das glaubt ihr gar nicht. Ich war gestern Abend das allererste Mal wirklich Matsche. Richtig müde. Ich konnte sogar mal schlafen in der Nacht. Und sogar auf der rechten Seite. Habe ich ewig nicht gemacht. Sagen wir mal seit 2 Wochen nicht. Und das tut so gut. Oh, ehrlich. Glaubt ihr alle gar nicht. Aber diese Nacht werde ich wieder aufrecht schlafen. Ich glaube, so langsam gewöhne ich mich an meinen neuen Zustand. Schauen wir mal, was der Tag morgen so bringt. Morgen kriege ich wieder Besuch. Ich denke mal, morgen ist wieder Röntgen angesagt und Lufo. Ab jetzt muss ich auch jeden Tag selber so in so ein Asthma-Ding da reinblasen, um meine Lufo-Werte zu messen. Dreimal täglich. Schauen wir mal, was das so bringt. Bin echt mal gespannt, wie das so weitergeht alles. Leute. Ihr werdet echt staunen, wenn ihr mich mal live erlebt. Ah, dann freut ihr euch, wie es mir geht. Und ich freue mich, euch alle mal wiederzusehen, sagen wir es mal so. Ah, ich würde mal sagen, wir sprechen uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut und schlaf gut. Ciao.